Als nächstes hat die Abgeordnete Frau Dr. Sommer von der SPD-Fraktion das Wort. Frau Präsidentin, werte Kolleginnen und Kollegen! Herr Dr. Bartelt, Sie haben ja gesagt, die Versäumnisse der Landesregierung seien jetzt nach den Äußerungen vom Ministerpräsidenten ausgeräumt. Bei weitem nicht. Bis jetzt reagiert die Landesregierung nur auf Druck, gesteht aber ihre eigenen Fehler nicht ein, sucht sie oder schiebt sie auf andere. Versprechen, Versäumen, Versagen, Pleiten und Pech und Pannen auf Kosten von Heimen, Gesundheitswesen, Unternehmen, Bürgerinnen und Bürger. Lange hat die Landesregierung in der Pandemie die Hilferufe aus der Praxis von Heimen, von Pflegekräften, den Betroffenen ignoriert und nicht gehört. Die fehlenden Ressourcen haben zu Beginn der Pandemie der katastrophalen Entwicklung von Herden in den Heimen Vorschub geleistet. Dabei sind Masken, Handschuhe, Desinfektionsmittel sowie konsequentes Testen das A und O. Es ist essentiell, die Hygienemaßnahmen weiterhin zu beachten, sich zu schützen und zu testen, und das Testen insbesondere auch im Gesundheitswesen schützt Leben, bis die Impfung und schließlich die Antikörperbildung erfolgt ist. Aber Teststrategie, zielgerichtetes Testen, erst einmal Fehlanzeige. Seit Beginn der Pandemie haben wir Minister Klose mehrfach aufgefordert, eine umfassende Teststrategie für alle tätigen Personen in der Pflege und Versorgung umzusetzen, um die Infektionsgefahr zu verringern. Und dann ausgerechnet bekommen wir Unterstützung von der hessischen Grünen Bundestagsabgeordneten Schulz-Asche. Sie hat genau dasselbe gefordert. Vielleicht vergaß sie ja in Berlin, wer hier in Hessen regiert und wer den Gesundheitsminister stellt, meine Damen und Herren. Tröpfchenweise, nur unter Druck, bis Sie keine andere Chance mehr haben, räumen Sie Möglichkeiten ein. Und das egal bei welchem Thema. Schutzmaterial, Tests, Priorisierung, Ausweitung des Impfgeschehens. Erst wollen Sie die anlasslosen Tests nicht, dann setzen Sie sie um. Erst sollen wenige Impfzentren öffnen. Weil aber Opposition, Kreise, Kommunen und Bürger nicht locker lassen, öffnen endlich doch alle 28 sowie an zentralen Orten. Erst stimmen Sie dagegen, dass auch behinderte und schwerstkranke Menschen frühzeitiger geimpft werden. Dann müssen Sie einlenken. Sie wollen zunächst die niedergelassenen Ärzte nicht einbinden. Das haben wir bereits im Dezemberplenum zur Impfstrategie gefordert. Die Diskussion vor den Kommunalwahlen wird zu heikel, und Sie starten das Impfen in 50 Pilotpraxen. Gestern die Berichterstattung über die Kritik und das Schreiben der Kassenärzte, die stärker eingebunden werden wollen. Kein Kommentar des Ministers auf Anfrage des HRs, meine Damen und Herren. Inkonsistente Konzepte und Fehler verschwinden nicht dadurch, dass man sie nicht in den Blick nimmt und wegschiebt oder sich wegduckt, meine Damen und Herren. Schon im Dezemberplenum wurde deutlich, Sie haben keine Strategie im Impfgeschehen. Es folgte ein katastrophaler Impfstart mit einer Terminvergabe, die überall für Verärgerung sorgte. Viele Bürgerinnen und Bürger beschweren sich auch heute noch, dass sie der Prioritätengruppe 1 anhören, keinen Termin erhalten. Und seit über 2 Monaten warten 57.000 Menschen in der Häuslichkeit auf ihren Termin. Auch dabei keine Bewegung, außer einem Schreiben kurz vor der Wahl, man solle sich doch bitte gedulden, es läge am Datenschutz. Das übrigens hat der neue hessische Datenschutzbeauftragte gestern ausgeräumt mit der Bemerkung, dass er es nicht gut findet, wenn der Datenschutz als Grund für Versäumnisse an anderer Stelle herangezogen werde. Und auch im Ausschuss wurde deutlich, dass es weniger am Datenschutz, eher ein zeitliches und ein Problem der Interoperabilität war. Ihr vorgeschobener Grund, um sich aus der Affäre oder Verantwortung zu ziehen, um Ihre Fehler zu vertuschen, ist aufgeflogen. Schwerstkranke und behinderte Menschen sowie das Pflege- und Betreuungs-, Kita- und Schulpersonal warten ebenfalls auch
auf die Termine. Auch hier von Landkreis zu Landkreis ganz unterschiedlich. Warum? Weil das Land nicht steuert, weil es sich nicht kümmert. Sie strapazieren die Geduld der vielen Menschen schon viel zu lange. Mit einem Plan, einer Strategie hätte man vorsorglich und vorausschauend agieren können, meine Damen und Herren. Wir fordern, nehmen Sie die Kritik ernst, lernen Sie aus den Fehlern und schaffen Sie die besten Lösungen beim Testen, beim Impfen mit ambulanten Teams und Hausärzten, die auch in der Häuslichkeit und z.B. in den Behindertenheimen schnell impfen können. Die Menschen wollen wissen, wann bin ich dran? Und wenn sie die erste Impfung schon bekommen haben, werde ich jetzt erneut in den Lostopf geworfen? Was ist mit den 24.000 Terminen, die jetzt abgesagt werden mussten? Sie wollen einfach Klarheit. Informieren Sie transparent und unmissverständlich und bitte auch das Parlament und die Abgeordneten. Dann könnten wir uns nämlich die ganzen Berichtsanträge und die Sonderausschüsse ersparen, meine Damen und Herren. Der Ministerpräsident sagte, die Menschen haben die Schnauze voll. Ja, warum denn? Weil sie vieles nicht nachvollziehen können und sich im Stich gelassen fühlen, gerade auch diejenigen, die ganz nah dran sind. Ich habe an dieser Stelle schon einmal gesagt, es reicht nicht aus, Verordnungen zu verschriftlichen, Maßnahmen zu verordnen. Sie müssen runtergebrochen werden, sinnhaft begründet werden. Das tun Sie bislang kaum oder gar nicht. Und da möchte ich Sie an die Maskenpflicht erinnern. Da haben Sie nicht erklärt, warum die jetzt kommt. Sie haben nicht gesagt, wie man die trägt. Man sieht es auch hier im Plenum immer wieder, dass Menschen nicht verstanden haben, wie man eine Maske trägt. Sie haben abgewunken. Und sonst können Sie doch etliche Millionen für Image-Kampagnen ausschütten, wenn es Sie in ein gutes Licht rückt, meine Damen und Herren. Sie nivellieren die Hinweise der Opposition. Die von Aerosolforschern nehmen Sie nicht wahr. Auch gibt es weiterhin keinerlei hessisches Engagement, beispielsweise bei dem Biotestmedikament, dieses voranzubringen, um Covid-erkrankte Menschen zu helfen, das Leben zu retten. Das ist fahrlässig, gerade bei Ihrem riesigen Sondervermögen. Es ist lange überflüssig, dass Sie Ihre Fehler eingestehen, vor allen Dingen aber daraus lernen und die besten Lösungen schaffen. Der Ministerpräsident sagte am Dienstag, es gehe um den Wettbewerb, um die klügsten Maßnahmen. Nur leider hat die Hessen nicht. Wo sind denn Ihre klugen Maßnahmen? Bisher haben Sie die scheinbar versteckt, meine Damen und Herren. Am 12.03.2020 haben wir den Gesundheitsminister Klose aufgefordert, Verantwortung zu übernehmen und zentral zu steuern, statt sich in Widersprüchen und hü dann hot zu verfangen. Nur wenn man konsistent argumentiert und das Steuerruder in der Hand hält, kann man Kurs halten, meine Damen und Herren. Aber in Hessen keine klaren Entscheidungen, keine Strategie, keine Weisungen, keine zentrale Steuerung und kein Kurs. In einer solchen Situation braucht es aber klare Anweisungen. Es braucht Anleitungen und Direktiven. Und das ist eigentlich alleinige Verantwortung von Gesundheitsministern. Aber in Hessen funktioniert das nicht so. Und, meine Damen und Herren, auch viele Köche verderben den Brei, wie wir anhand der unterschiedlichen Zuständigkeiten von Innen- und Sozialministerium sehen. Das Verhalten der Landesregierung führt und führte zu Unsicherheiten auf allen Ebenen. Eine Landesregierung muss aber führen. Und der zuständige Minister auch, statt abzutauchen, wenn er gebraucht wird und wichtige Entscheidungen und Vorgaben essentiell werden. Das Steuerruder hat diese Landesregierung nicht unter Kontrolle. Und zum Schluss möchte ich auf das wichtige Thema der Psyche eingehen. Neben den sozioökonomischen Auswirkungen, den sozioökonomischen Schäden, den vielen Menschen, deren Ersparnisse aufgebraucht sind, deren Existenzen bedroht sind, leidet die Psyche bei Erwachsenen und vor allen Dingen auch bei Kindern und Jugendlichen. So etliche Studien und auch hessische Psychotherapeuten. Jedes dritte Kind ist psychisch auffällig. 4 von 5 Kindern fühlen sich belastet, haben depressive Symptome, Angststörungen. Die Lebensqualität, auch gesundheitsbezogen, hat sich verschlechtert. Das Körpergewicht sowie der Medienkonsum
steigt. Das alles bedingt sich gegenseitig und kann sich deswegen auch verstärken und verfestigen. Ein Gesundheitsrisiko, das nicht unterschätzt werden darf. Deswegen braucht es dringend Präventions- und Unterstützungsmaßnahmen. Auch junge Menschen wurden nur reduziert auf Schülerinnen und Schüler. Die fühlen sich derzeit von politischen Entscheidungen nicht gesehen und gehört. Und die Bandbreite von den Jugendlichen ist viel größer als nur Schule. Die Menschen, auch die jungen Generationen, brauchen Perspektiven. Und ich bitte Sie inständig, lassen Sie dieses Thema nicht liegen. Die Folgen der Krise und deren Bewältigung betreffen nicht nur die Gegenwart, sondern auch die Zukunft der jungen Menschen. Und wir wollen keine neue Lost Generation. Ich möchte nicht noch einen einzigen Menschen mehr verlieren, keinen jungen Menschen mehr, der keine Perspektive mehr für sich selbst sieht. Gehen Sie das an und helfen Sie, dass eine gute Zukunft für alle möglich wird. Denn wir benötigen mentale Gesundheit, damit auch alles andere wieder gesunden kann. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Frau Abg. Dr. Sommer. Ein Antrag zur Geschäftsordnung, Herr Abg. Rudolph. Mal kurz drücken. Ich habe gedrückt. Ja, danke, Frau Präsidentin. Wir haben eben dem Ministerpräsidenten knapp 16 Minuten zugehört. Wir würden gern wissen, wo der Ministerpräsident ist und ob er bereit ist, der Debatte im Plenum zu folgen. Ansonsten würden wir den Paragraf 25 der Geschäftsordnung heranziehen. Herr Bellino. Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren, das lässt sich mit Sicherheit klären. Das ist ja zunächst einmal eine Frage, die beantwortet werden kann. Ich erlaube mir aber den Hinweis, dass dies meines Erachtens dennoch populistisch ist, dass wir zweitens zur Kenntnis genommen haben, dass der Ministerpräsident aufgrund der aktuellen Entwicklung aus dem Stand heraus den Hessischen Landtag informiert hat. Wir wissen weiterhin, dass noch eine Pressekonferenz geplant ist, die es mit Sicherheit auch vorzubereiten gilt, damit auch die Öffentlichkeit in Hessen weiß, was nun einmal Sache ist und was beschlossen wurde, damit auch dort hoffentlich ein gewisses Maß an Unsicherheit beseitigt werden kann. Und drittens wissen wir, dass den ganzen Tag auf Bundes- und Landesebene die verschiedensten Konferenzen laufen, die natürlich auch die Anwesenheit unserer Ministerinnen und Minister erfordern, per Schalte, Video oder Telefon. Das alles sollte man wissen, bevor man hier solche wie ich meine populistischen Anträge zur Geschäftsordnung stellt. Die Frage lässt sich mit Sicherheit beantworten. Es wird wahrscheinlich einige Zeit in Anspruch nehmen, um die entsprechenden zu erreichen. Ich denke, wir klären das und der zuständige Minister ist ja anwesend. Aber jetzt zur Geschäftsordnung. Der Abgeordnete Lenders hat sich zuerst gemeldet. Haben Sie gedrückt? Ich habe es nämlich freigegeben. Ah, geht. Ja, Herr Kollege Bellino, bei allem Verständnis, aber also muss ich schon sagen, der Ministerpräsident hat selber um diesen Tagesordnungspunkt, um dieses Prozedere gebeten. Und wenn er jetzt draußen eine Pressekonferenz abgibt und ein Interview gibt, muss ich schon sagen, dann hätte die Presse halt mal warten müssen. Da gehe ich schon davon aus, dass eigentlich das Parlament da mal Vorrang hat. Ja, Frau Präsidentin. Herr Dr. Grobe. Ja, jetzt ist es wieder ausgegangen. Bitte noch mal drauf drücken. Nee, jetzt geht's. Frau Präsidentin, wir sehen es genauso. Was ist wichtiger, die Presse oder die Legislative? Er ist hier reingekommen, er hat uns gebeten, hier zu sprechen. Wir haben ihm das erlaubt und jetzt geht er weg. Das geht so nicht. Gut, dann ist jetzt die Frage, wir klären das oder sollen wir darüber abstimmen? Herr Abgeordnete Rudolph, noch mal drücken. Frau Präsidentin, nachdem der Kollege Bellino ja lang und breite Ausführungen gemacht hat, was wir nicht mehr akzeptieren, draußen gibt es eine Pressekonferenz, dann beantragen wir nach § 25 der Geschäftsordnung Herbeizitierung des Ministerpräsidenten. Das werden wir dann abstimmen, aber jetzt hat sich der Bellino zu Wort gemeldet.
Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren, erstens war das eine Vermutung. Zweitens weise ich ausdrücklich darauf hin, dass es hier nicht darum geht, dass eine Pressekonferenz abgegeben wird, um sich selber irgendwo zu sonnen oder zu profilieren, sondern dass es, und darauf habe ich ausdrücklich hingewiesen, darum geht, die Öffentlichkeit zu informieren, ihr möglichst schnell auch ein gewisses Maß an Unsicherheit zu nehmen. Und das ist nicht mal so einfach entschieden worden, sondern es wurde im Laufe des Tages mehrfach gemeldet über die entsprechenden Kanäle. Weiß das jeder, der es hat wissen wollen, und wer halt die Interesse an Populismus hat, der verhält sich so, wie es die Opposition macht. Ich weise noch einmal darauf hin, die Landesregierung hat, obwohl den ganzen Tag Schalten stattfinden, schnellstmöglich reagiert, dieses Parlament zu informieren. Dankenswerterweise waren Fraktionen bereit, Setzpunkte zu tauschen, damit dies gelingen kann. Das hat stattgefunden. Das ist das wesentliche Momentum. Und wenn es jetzt darum geht, auch die Menschen draußen zu informieren, damit es denen vielleicht etwas besser geht und damit sie Planungssicherheit haben, dann ist dies nicht nur ein normaler Vorgang, sondern es ist auch ein richtiger Vorgang. Und ich bin sicher, dass der Ministerpräsident so schnell es möglich ist, wieder zu uns kommen wird. Aber hier einen derartigen Popanz aufzubauen, ist dieser Sache überhaupt nicht angemessen und ist reiner Populismus und sonst gar nichts. Gut, ich möchte aber darauf hinweisen, wir befinden uns in der Geschäftsordnungsdebatte und ich möchte Sie bitten, sich kurz zu fassen. Als nächstes hat der Abgeordnete Frömmrich das Wort. Ja, vielen Dank, Frau Präsidentin. Erstmal in Richtung von Herrn Dr. Grobe. Die Landesregierung hat jederzeit das Recht, in Debatten einzugreifen und das Wort zu ergreifen. Da würde ich mal einen Blick in die Geschäftsordnung für den Hessischen Landtag empfehlen. Zweite Bemerkung. Ich verstehe die Aufregung hier nicht. Wir haben einen anderen Tagesordnungspunkt, einen Setzpunkt der FDP-Fraktion. Der Herr Ministerpräsident hat gebeten, weil es Wunsch dieses Hauses seit Wochen ist, möglichst schnell informiert zu werden, hat der Ministerpräsident gebeten darum, dieses Haus informieren zu können. Ich weiß nicht, was daran skandalisierbar ist, meine Damen und Herren von der Opposition. Herr Ministerpräsident, der Ministerpräsident hat dieses Haus über die Entscheidungen, die unmittelbar vorher im Corona-Kabinett getroffen worden sind, unmittelbar informiert. Das ist das Interesse auch der Landesregierung, damit der Hessische Landtag unmittelbar informiert wird. Ich weiß nicht, was daran skandalisierbar ist, liebe Kolleginnen und Kollegen von der Opposition. Und bitte, Frau Kollegin Faeser, es ist doch auch in Ihrem Interesse, wenn ich die Debatten, die hier seit Wochen geführt werden, dass gesagt wird, dass auch die Eltern und diejenigen, die davon betroffen werden, unmittelbar informiert werden, dass der Ministerpräsident dann auch die Möglichkeit ergreift, die Bevölkerung dieses Bundeslandes über die Entscheidungen des Corona-Kabinetts informieren. Ich weiß nicht, was daran skandalisierbar ist, liebe Kolleginnen und Kollegen. Also, Herr Abgeordneter Frömmrich, ich dachte, Sie wären fertig. Wir sind bei der Gehörigen. Ich bin sofort fertig. Und außerdem, liebe Kolleginnen und Kollegen der Opposition, für diesen Tagesordnungspunkt, mit dem wir uns gerade beschäftigen, ist der im Kabinett zuständige Staatsminister Klose anwesend und kann zu allem, was hier diskutiert wird, Rede und Antwort stehen. Ich verstehe nicht, wo das Skandalisierbare ist, was hier die Opposition versucht. So, ich habe jetzt noch Herrn Felstehausen zur Geschäftsordnung und danach Herr Rudolph. Aber ich würde sagen, danach stimmen wir den Antrag ab, ob der Ministerpräsident herbeigeziert wird. Davor muss ich aber gongen, damit alle die Möglichkeit haben, hierher zu kommen. Also jetzt erstmal Herr Felstehausen. Frau Vorsitzende, vielen Dank.
Der Ministerpräsident hat hier gerade die Beschlüsse des Corona-Parlaments im Landtag vorgestellt und erläutert. Und es ist die erste Pflicht des Ministerpräsidenten, sich dann auch hier der Debatte und der Diskussion zu stellen und nicht rauszugehen und diese Ergebnisse gegenüber der Presse zu kommentieren. Ich erwarte von einem Ministerpräsidenten, hier an der Debatte darüber teilzunehmen, an dem Austausch. Das ist auch immer das, was er in Aussicht gestellt hat. Und in dem Moment, wo es jetzt zum Schwur kommt, ist es nicht mehr der Fall. Jetzt kommt er wieder rein. Ich hoffe, vielleicht ist es damit dann auch erledigt. Und der Einwand von Günther Rudolph war dann genau zum richtigen Zeitpunkt, weil jetzt hätte der Ministerpräsident, und ich finde, es gehört sich dann auch so, tatsächlich die Gelegenheit, diese Debatte zu verfolgen. Vielen Dank. Gut, damit gehe ich davon aus, dass der Antrag erledigt ist, weil der Ministerpräsident jetzt da ist. Aber nochmal zur Geschäftsordnung, Herr Abgeordneter Rudolph. Frau Präsidentin, ich will nur darauf hinweisen, Herr Kollege Frömmrich, Sie sollten bei der Wahrheit bleiben. Ich habe kritisiert, nicht, dass der Ministerpräsident hier berichtet hat, sondern ich habe gesagt, dann gehört es sich auch, dass er bei der Debatte dabei ist. Immer bei der Wahrheit bleiben, auch wenn sie Ihnen schwerfällt. Gut. Damit haben wir die Geschäftsordnungsdebatte beendet und wir können in der Sachdebatte Okay, Herr Abgeordnete Grobe, bitte. Sehr geehrte Frau Präsidentin, ich möchte auch noch etwas zu Herrn Frömmrich sagen. Es geht um die Wertschätzung des ersten Organs in unserem Land und nicht mehr und nicht weniger. Und die ist nämlich nicht da gewesen. Danke. Also, ich finde es ja interessant, dass bei der Aussprache über die Geschäftsordnung jeder seine Meinung sagt. Jetzt kehren wir aber endgültig mal zur Sachdebatte zurück. Und das Wort hat der Abgeordnete Bocklet für Bündnis 90 Die Grünen. Locker bleiben. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich freue mich sehr. Ich glaube, vor so einem vollen Auditorium konnte ich schon lange nicht mehr sprechen. Vielen Dank. Die Stimmung ist da. Hallo. Guten Abend zusammen. Zunächst einmal bin ich dem Ministerpräsidenten. War das für mich? Was passiert denn? Was ist denn los? Bisschen Ruhe. Ja, wir können ihn leider nicht herbeizitieren. Das sieht die Geschäftsordnung nicht vor. Jetzt würde ich aber bitte um Ruhe bitten. Ja, ja. Alles gut, hast du. Alles gut. Markus sagen, dass der Ruder. So, bisschen Ruhe bitte. Das gibt's ja nicht. Warte. Herr Abgeordneter Bocklet, kleinen Moment noch, das ist zu laut. Da kommen auch Sie mit Ihrer Stimme nicht durch. Also, ich bitte alle, Ihre Plätze einzunehmen oder rauszugehen, was auch immer Sie möchten, den Abstand zu wahren, Zettel abzugeben. Und dann kann jetzt der Abgeordnete Bocklet noch mal starten. So. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich habe mir sagen lassen, Herr Rudolph ist auch wieder da, hier im Raum. Insofern ist auch das Gleichgewicht des Schreckens wiederhergestellt. Und Sie schaffen es, jetzt meinen Worten zu lauschen. Ich bin dem Ministerpräsidenten ausdrücklich dankbar. Übrigens, da ist eine Minute von der Uhr gelaufen. Ich hoffe, Frau Präsidentin, dass ich die wieder noch draufkriege nachher. Ich bin dem Ministerpräsidenten sehr dankbar, weil wir, glaube ich, vor einer sehr schwierigen Entscheidung standen. Wir auch viele Zuschriften bekommen haben über die Frage der Öffnung der Schulen. Ich muss sagen, ich freue mich sehr über diese kluge, weitsichtige Entscheidung. Und wir tragen sie natürlich mit, auch wenn wir wissen, dass viele Schülerinnen und Schüler gerne wieder in die Schule gegangen wären. Und es ist nicht immer einfach, solche Entscheidungen zu treffen und Verantwortung zu tragen. Ich möchte Sie
vielleicht mal mitnehmen auf die Situation, in der ich mich gerade befinde. Ich würde sie mal so titulieren zwischen Enttäuschung und Empörung. Ich war im Herbst 2015 der flüchtlingspolitische Sprecher meiner Fraktion. Wir waren damals in einer der größten Krisen, die dieses Bundesland erwischt hat. Hunderttausende von Menschen sind nach Deutschland gekommen. Eine Krise, die es so noch nicht gab bei uns in Deutschland. Wir hatten keine Unterkünfte, wir hatten keine Betten, wir hatten keine Ernährung für diese Leute. Wir wussten nicht, wie wir sie schützen. Wir wussten sie nicht, wie wir sie in die Kommunen bekommen. Wir waren in einer veritablen Krisensituation. Und wie hat hier der Hessische Landtag und wie haben hier alle demokratischen Fraktionen darauf reagiert? Indem sie gesagt haben, das packen wir zusammen an. Wir schaffen es, diese Menschen unterzubringen. Wir schaffen sie gut zu versorgen. Und wir schaffen auch, dass sie hier integriert werden. All das haben wir hier gemeinsam gemacht. Und vergleichen Sie diese Krise mal mit dem Verhalten der Opposition zu heute für eine Krise. Vergleichen Sie das mal. Vergleichen Sie das mal. Doch. Ja, ich erinnere mich noch. Lassen Sie mich nur ein Beispiel machen. Wir hatten eine Situation, ich weiß es noch genau, es gab nicht mehr genug Betten. Wir haben bei der Firma IKEA darum gebettelt, dass wir noch Betten bekommen. Die Betten waren ausverkauft angesichts der Situation. Wir hatten hier keinen Sozialausschuss, wo gefragt wurde, in dreistelliger Höhe die Fragen gestellt wurden, über fast hunderte von Stunden, wo sind die Betten? Hat die Landesregierung versagt bei der Besorgung von Betten? Niemand hat das gemacht. Damals hatten Sie noch Größe, meine sehr verehrten Damen und Herren, von der Opposition. Ich bin entsetzt. Ich wiederhole das gerne. Ich bin entsetzt darüber, auch deshalb entsetzt, weil dieser Antrag der FDP und dieser Setzpunkt, der findet statt, nachdem wir im Dezember, Januar, Februar stundenlang, ich erkläre das mal den anderen 137 Abgeordneten dieses Hauses, denen Sie nicht das Vergnügen haben, im Sozialausschuss zu sitzen. Wir haben dort Stunden, und ich lasse jetzt auch mal eine Statistik erstellen, wir müssten um die 500 Fragen dort bearbeitet haben, um die 500 Fragen. Und 500 Fragen. Und wir haben etwa 100 Stunden dort verbracht. Alle diese Fragen wurden dort diskutiert. Alle. Und es wurde erklärt. Und niemand hat gesagt, ich bin hier unschuldig. Oder wir haben das gerne gemacht. Wir haben das absichtlich gemacht, um Sie zu ärgern. Es wurde genau erklärt, warum die Impfstoffe nicht kamen, warum sie nicht bestellt waren, warum die Schutzausrüstung nicht vorhanden war. Es wurde Ihnen stundenlang erklärt. Und dann kommen Sie mit so einem Antrag. Ich muss sagen, darüber bin ich entsetzt. So viel Niveaulosigkeit muss man erst einmal an den Tag setzen. Ich bin empört, und in der Tat habe ich fest daran geglaubt, dass es auch eine gesellschaftliche Verantwortung gibt von einer Opposition, von einer demokratischen Opposition, zumindest von denen. Wir wissen, dass es eine Verunsicherung in der Bevölkerung gibt. Wir wissen, dass die Menschen dort sauer sind, dass sie ihre Freiheitsrechte eingeschränkt bekommen. Wir wissen darum, dass sie leiden. Wir wissen um die Krankheiten. Wir wissen um die ganzen Unbequemlichkeiten, die diese Krise mit sich bringt. Und anstatt gemeinsam zu sagen, wir gehen das zusammen an, es gibt organisatorische Pannen, natürlich, es kann ja gar nicht anders sein bei den vielen Maßnahmen, die wir machen müssen, organisatorisch. Es gibt die eine oder andere Unwägbarkeit, es gibt Unvorhersehbarkeiten, dass kein Impfstoff kommt, dass die Lieferketten nicht funktioniert haben, dass das Personal nicht gereicht hat. All das hat man stundenlang und breit erklärt. Anstatt man eine gesamtgesellschaftliche Verantwortung übernimmt und so sagt, wir stabilisieren diese Situation, diese Krise, wir diese Demokratie am Ende des Tages, indem wir gemeinsam sagen, liebe Leute, das läuft nicht immer super. Lassen Sie eine Zwischenfrage zu? Schon gar nicht von der FDP. Die haben genug Stunden an Antworten gehabt. Und anstatt man in so einer Situation sagt, liebe Leute draußen im Lande, wir haben tatsächlich Probleme, es ruckelt und es zuckelt, aber alle arbeiten daran, dass die Menschen gut versorgt werden, dass keiner mehr stirbt, dass keiner gesundheitlich Schaden nimmt. Anstatt man das gemeinsam tut, stellt man sich hin und macht so eine Rechthaberei, so eine rückblickende Besserwisserei. Das ist einfach unverantwortlich, finde ich, meine sehr verehrten Damen und Herren. Wir stecken noch mitten in der Krise. Wir sind noch längst nicht so weit, die Auswertung vorzunehmen. Und ich halte es da mit dem Bundesminister
Spahn, der, wie ich gesagt habe, zu Recht gesagt hat, wir werden nach dieser Krise, hören Sie mal eine Sekunde zu, wir werden nach dieser Krise uns eine Menge zu verzeihen haben. Ich glaube, dass das richtig ist. Ich glaube, dass es Fehler gemacht werden und dass auch noch welche kommen werden. Und wir werden gegenseitig auch noch eine Menge Fehler zu verzeihen, auch die Opposition über ihre Rolle. Da werden wir gemeinsam uns noch eine Menge zu verzeihen haben. Aber vielleicht respektieren wir mal, dass wir noch mitten in der Krise sind, dass wir kurz davor sind, tatsächlich im Sommer die meisten geimpft zu haben, dass wir 350 Teststellen haben, dass wir die Schutzausrüstung haben, dass das Personal, unsere Intensivstationen noch immer bettenfrei haben. Vielleicht kämpfen wir gemeinsam an der Sache, dass wir diese Krise bewältigen, statt jetzt die neunmal kluge Weitpinkeln hier zu organisieren. Ich kann noch einmal sagen über den Tiefgang dieses FDP-Antrags, Punkt 1. Wird die Landesregierung aufgefordert, Tests verlässlich und niedrigschwellig zur Verfügung zu stellen. Na, sensationelle Forderung. Vierte Forderung, mit Nachdruck den Bürgerinnen und Bürgern ein zügiges und niedrigschwelliges Impfangebot zu machen. Was ein Glück, dass wir die FDP in diesem Haus haben. Auf die Idee wären wir gar nicht gekommen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Sensationell. Nicht, dass Sie noch sagen, wir fordern die Landesregierung auch auf, noch zu atmen, und vergessen Sie bitte, sich nicht zu ernähren, richtig? Das könnte der nächste Antrag sein. Ich finde, das ist unterirdisch. Herr Pürsün, Sie haben so tausende von Fragen gestellt. Sie haben sie alle beantwortet bekommen. So ein Ding hier vorzulegen, das ist eine Frechheit, das ist eine Unverschämtheit in so einer Krise. Es ist unverschämt. Eine intellektuelle Belästigung ist das. Ich finde es. In so einer Situation, wo das Land durchaus Beruhigung braucht, wo man eine gemeinsame, dass gerade das kleinste parteipolitische Karo nicht an der Tagesordnung wäre, wo die Opposition versucht, sich sozusagen an jede Panne, die irgendwo auftritt, sich an die Spitze der Bewegung der Aufregung zu stellen, fände ich, ist ihre Rolle völlig falsch verstanden. Ich finde ganz ehrlich, es beschämt mich, wie die FDP, vor allem die FDP, auftritt. Bei der SPD nehme ich Ihnen noch das Interesse ab. Sie stellt 2000 Fragen, kriegt 1000 Antworten, tut aber so, als ob sie nie gehört hat. Bei Ihnen ist sogar noch böse Absicht, sich jedes Mal an die Aufregung vorne dran zu setzen. Haben Sie nicht verstanden, dass es nicht bei Ihnen einzahlt? Lassen Sie es. Es wäre für dieses Land gut, wenn Sie es lassen würden. Deswegen komme ich noch einmal zum Schluss. Dieses Land, unsere Republik und unser Bundesland braucht ein geschlossenes Auftreten. Es wird alles getan. Und wer will das wirklich ernsthaft absprechen? Wer den Sozialausschuss und Gesundheitsausschuss mitverfolgt, wer das wirklich mitverfolgt, weiß, dass alles dafür getan wird, möglichst schnell, möglichst viel Impfstoff zu organisieren, den möglichst schnell in die Testzentren und zu den Hausärzten zu bringen, der mitbekommt, wie getestet wird und mit welcher Strategie, die Sie zwar nicht wahrhaben wollen, aber die es gibt. Wer das alles mitbekommt, der kann ernsthaft nicht so eine Aktuelle Stunde oder so einen Setzpunkt beantragen. Ich fordere Sie auf, ich appelliere an Sie, lassen Sie uns jetzt noch gemeinsam dafür kämpfen, dass wir gemeinsam durch diese Krise kommen. Unser Land, unsere Demokratie braucht ein gemeinsames Vorgehen. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Abg. Bocklet. Als nächstes hat sich die Abg. Faeser von der SPD-Fraktion für eine Kurzintervention gemeldet. Frau Vorsitzende, meine Damen und Herren, ich habe mich mal zur Kurzintervention gemeldet. Ich habe mich nachher noch einmal gemeldet auf das, was der Ministerpräsident gesagt hat, weil ich eins nicht akzeptieren kann, Herr Kollege Bocklet. Diese Art und Weise, wie Sie hier Kollegen dieses Hauses verächtlich machen, lasse ich Ihnen hier nicht durchgehen. Ich
kann Ihnen nur einmal empfehlen, lesen Sie Ihre eigene Rede mal durch. Lesen Sie Ihre eigene Rede mal durch. Sie stellen sich hier hin und sagen, die Kolleginnen und Kollegen hätten Fragen gestellt, und dann hinterher sind Sie quasi zu doof, die zu verstehen, wie sie beantwortet wurden. Das sagen Sie von hier vorne. Jetzt rufen Sie auch noch Ja. Sagen Sie mal, geht es noch, anderen Fraktionen vorzuschreiben, was man hier im Plenum beraten darf? Das ist nicht Ihre Aufgabe, Herr Bocklet. Und ich glaube, Herr Bocklet, es tut auch mal gut, dass Ihnen das mal jemand sagt, wie Sie hier auftreten. Ich will jetzt mal was zu dem sagen, was Sie gesagt haben, wie die Krise hier bewältigt wird und wer welche Rolle hat und den Vergleich, den Sie mit der Flüchtlingskrise gezogen haben. Das ist so nicht richtig. Sie haben kein Wort vorhin dazu gesagt, dass wir am Anfang der Krise an Ihrer Seite standen. Wir haben alles mitgemacht. Wir haben in wenigen Tagen haben wir Ihnen hier 2 Millionen Nachtragshaushalt bescheinigt. 2 Milliarden Nachtragshaushalt bescheinigt. 2 Milliarden in 4 Tagen. Und Herr Bocklet, es waren nicht wir, die im Sommer den Konsens verlassen haben. Auch das will ich Ihnen noch einmal sagen. Es waren Sie, die beim Sondervermögen aufgegeben haben, mit uns bis zum Ende zu verhandeln. Es waren Sie und nicht wir. Frau Abgeordnete Faeser, die Redezeit ist um. Ich komme zum Schluss, Frau Vorsitzende. Deswegen, Herr Bocklet, geht das nicht. Sich hierher zu stellen und so eine Beschimpfungsarie zu machen, das würde sich nicht gehören, in einer Krise andere zu kritisieren. Doch gerade in einer Krise geht es auch um den richtigen Weg. Bei Schule, für die Zukunft unserer Kinder, beim Impfen, beim Testen. Das sind die drängenden Probleme der Menschen in diesem Land. Da muss es auch möglich sein, um den richtigen Weg zu streiten. Nichts anderes tun wir hier, Herr Abgeordneter Bocklet. Und vielleicht nehmen Sie es auch einmal mit Respekt zur Kenntnis. Vielen Dank, Herr Abgeordneter Bocklet. Möchten Sie erwidern? Nein. Sieht nicht so aus. Herr Abgeordneter Bocklet, möchten Sie? Ja. Frau Präsidentin, Frau Faeser, ich finde, Ihre Rede hätten Sie vor 8 Monaten so halten können. Aber nachdem es jetzt 17 Sonderausschüsse gegeben hat, 3.000 Fragen in dem Sozial- und Gesundheitsausschuss und alle Fragen bis weit nach Mitternacht zum Teil beantwortet wurden, und dann Frau Dr. Sommer sich hier hinstellt und sagt, es fehlt an einer Impfstrategie, Sie wissen nicht, wo vorne und hinten ist. Sie, ja, so, hören Sie, also das ist ungefähr, dann frage ich mich, warum man den Sozial- und Gesundheitsausschuss nicht einfach abschafft, wenn man sowieso dieselbe Rede hält, die Sie sowieso halten wollten. Und das ist das eigentlich Ärgerliche. Sie erzählen denselben Sermon, Frau. Sie sagen genau das, was Sie sagen wollten. Das ist in Ordnung. Aber Sie sagen, ich habe Ihnen nicht vorzuschreiben, was Sie fragen. Sie können fragen, was Sie wollen. Nur Sie müssen nicht gefallen lassen, dass ich Ihre Arbeit kommentiere und die von Frau Dr. Sommer und von der SPD-Fraktion, was ja noch halbwegs moderat ist. Aber was da der Ausfall von den sogenannten Liberalen da drüben, was da passiert, das ist ja unerträglich. Man erklärt ihnen so, sozusagen stundenlang, wie das funktioniert hat, wo die Probleme liegen, um dann hierher zu kommen und zu sagen, es gab da mal ein Problem. Ja, guten Morgen. Ja, es gab mal ein Problem. Das haben wir auch erklärt. Das hat der Gesundheitsminister stundenlang erklärt. Und ich finde, das kriegen Sie alles gar nicht mit. Das kriegt die Öffentlichkeit nicht mit. Und es tut so, als ob die Landesregierung sozusagen Vollpfosten sind, die alle nur irgendwelche Steine aus Herzen haben und die sie nur quälen wollen. Aber wer den Gesundheitsausschuss mitbekommen hat, der kann das nicht verstehen, was sich hier abspielt. Und das habe ich publik gemacht. Und das müssen Sie sich gefallen lassen. Das ist eine Sauerei, um es mal deutlich zu sagen. Vielen Dank, Herr Abgeordnete Bocklet. Als nächstes hat der Abgeordnete Enners von der AfD-Fraktion das Wort. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren!
Der vorliegende Antrag ist etwas dünn und schrammt mit Sicherheit nur die Spitze des vermutlich sehr großen Eisberges der Versäumnisse und Unzulänglichkeiten. Denn mit Blick auf Corona sind die Versäumnisse der Landesregierung viel weitreichender und tiefgreifender, als es der Antrag aufzeigt. Meine Damen und Herren, man kann in Hessen in jede Ecke des gesellschaftlichen Lebens schauen und findet überall erhebliche Mängel und Versäumnisse der Landesregierung. Und wenn Missstände auffallen, werden die Verantwortlichkeiten immer wieder gerne zwischen Bund und Land hin und her geschoben. Nur dieses Verantwortungspingpong nehmen wir Ihnen nicht mehr ab. Denn Sie, meine Damen und Herren von der Landesregierung, stehen hier in Hessen in der Verantwortung, und sonst niemand. Egal, wohin man schaut, diese Landesregierung hat im Krisenmanagement einfach so viele Defizite, dass vieles eher an Aktionismus erinnert als an verantwortungsvolles Regierungshandeln. Es beginnt damit, dass man sich offensichtlich nur auf wenige Experten verlässt, statt sich dem wissenschaftlichen Diskurs und damit einer breiten Expertenrunde aus allen Fachrichtungen stellt. Dieses Fehlverhalten führt letztendlich dann auch dazu, dass am Ende rein politische Entscheidungen gefällt werden, die bei vielen Menschen nur ein Kopfschütteln und allgemeines Unverständnis auslösen. Ein Beispiel. In Lebensmittelgeschäften gilt die Regelung, dass eine Person pro 10 Quadratmeter zulässig ist. Für andere Geschäfte gilt seit Kurzem, dass nur eine Person pro 40 Quadratmeter eingelassen werden darf. Dass solche Regelungen dem Bürger nicht zu vermitteln sind, liegt doch eigentlich auf der Hand. Und so kommt auch, was kommen muss. Im Saarland hat das Oberverwaltungsgericht Saarbrücken nun Teile dieser Maßnahmen richtigerweise wieder aufgehoben. Das Gericht hegt, ich zitiere, unter Bezug auf das Infektionsgeschehen und die Lage im Gesundheitsbereich mittlerweile erhebliche Zweifel an der Verhältnismäßigkeit der Corona-Auflagen. Dieser Begründung kann man kaum noch etwas hinzufügen. Und ganz aktuell hat ja ebenfalls das Verwaltungsgericht Frankfurt so entschieden und die neuesten Beschränkungen, wie z.B. die 40-Quadratmeter-Regelung, gekippt. Auch haben Ihnen, meine Damen und Herren der Landesregierung, die Frankfurter Richter in Bezug auf die Außerkraftsetzung der Datenschutzgrundverordnung klargemacht. Ich zitiere, unter keinen erdenklichen Gesichtspunkten sei die hessische Landesregierung ermächtigt, Akte der europäischen Gesetzgebung pauschal für nicht anwendbar zu erklären. Dass Ihre Verordnungswut rechtsstaatliche Grenzen aufgezeigt bekommt, ist mehr als begrüßenswert. Schauen wir kurz zurück. Angefangen hat alles mit dem R-Wert. Von da aus hangelte sich die Politik hin zur Inzidenzzahl. Da war es dann erst ein Wert von 50, dann 35 oder doch eher 10, dann doch 50, und bei 100 wird auch wieder alles ganz anders. Meine Damen und Herren, dieses Zahlengeschachere ist doch nicht viel mehr als eine Krücke, um die Corona-Maßnahmen zu begründen. Dass diese fiktive Zahl auch zur Grundlage aller einschränkenden landübergreifenden Corona-Auflagen bestimmt wurde, gehört in die Rubrik Schlimm, Schade, Schlecht. Bei verantwortungsvollem Handeln würde es keinen monatelangen landesweiten Lockdown geben, sondern ausreichend Masken, Schnelltests und Impfstoff und eine Strategie, die von Anfang an alle Impfberechtigten mit im Boot hätte. Der wirtschaftliche Druck auf Sie, meine Damen und Herren der Landesregierung, wird am Ende so groß, dass Sie dann Schritte unternehmen müssen, wenn es strategisch am falschesten ist. Und glauben Sie mir, es wird durch den Reiseverkehr noch einige Corona-Wellen geben. Das Mallorca-Ding, was jetzt rausgekommen ist, spricht Bände dafür, und wir werden die Konsequenzen erleben. Ich kann Ihnen nur sagen, geben Sie den Bürgern ihre Freiheit und ihre Verantwortung zurück. Aufhalten werden Sie das Virus nie, aber Sie können eine Pleitewelle in unserem Land aufhalten, wenn Sie Ihre Strategie nachschärfen.
Eine dieser bestehenden Corona-Auflagen sind die Besuchsbeschränkungen in Alten- und Pflegeheimen sowie Einrichtungen zur Betreuung und Unterbringung von behinderten Menschen. In Alten- und Pflegeheimen darf pro Woche zweimal besucht werden, in Behinderteneinrichtungen täglich mit bis zu zwei Personen. Heißt im Umkehrschluss, in Behinderteneinrichtungen gibt es keine älteren Menschen, die geschützt werden müssen. Oder wie kann man diese Regelung sonst interpretieren? Meine Damen und Herren, Menschen in Alten- und Pflegeheimen so abzuschotten, ist nicht nur unverhältnismäßig, das ist schlicht unmenschlich. Es ist unbestritten, dass gerade diese Gruppe die meiste Beachtung und den meisten Schutz benötigt und auch bekommen soll. Erst wurde der Schutz auf das recht wirkungslose Besuchsverbot aufgebaut, jetzt wird auf Impfungen abgestellt. Aber warum gibt es keine Förderung, dass Luftreinigungsanlagen, wie sie es auch für die Schulen gibt, in den Heimen eingebaut bzw. gefördert werden? Der erste Schritt für den Schutz dieser vulnerablen Gruppe kann doch nur sein, einen wichtigen Teil der Übertragungsmöglichkeiten auszuschalten. Von der Landesregierung habe ich hierzu noch kein Wort gehört. Stattdessen sperrt man die Menschen ein und isoliert sie. Das ist nicht nur ein Versäumnis, das ist klassisches Versagen. Schauen wir auf die Kinder und Jugendlichen. Dieses Hin und Her bei den Schulmodellen. Heute digitaler Unterricht, morgen die Heimbeschulung und übermorgen das wechselnde Präsenzmodell zeigen doch deutlich auf, dass hier unstrukturiert und ohne einen echten Plan gearbeitet wird. Das ist einfach Aktionismus. Kinder und Jugendliche in Hessen haben oft keinen strukturierten Alltag mehr, mit der Folge, dass viele bereits an verschiedenen Entwicklungsstörungen leiden. Sie dürfen keine Freunde mehr beim Vereinssport oder zum Spielen treffen und entwickeln aufgrund steigender Einsamkeit Depressionen und Ängste. Meine Damen und Herren, hier wird gerade von Ihnen eine ganze Generation psychisch ans Limit geführt. Und statt sie weiter in der Isolation zu halten bzw. mit nur kleinsten Lockerungen ruhig zu stellen, sollten Sie den Kindern und Jugendlichen endlich die Möglichkeit geben, wieder Kind und Heranwachsender zu sein. Und zwar jetzt und nicht erst dann, wenn am Ende eine psychologische Therapie unausweichlich ist. Therapieplätze würde es sowieso nicht genug geben und sich auch nicht ausreichend organisieren lassen. Meine Damen und Herren von der Landesregierung, dass die in Hessen sehr spät und sehr schleppend ausgezahlten Hilfen mittlerweile immens existenzbedrohend sind, dürfte inzwischen selbst der Letzte verstanden haben. Und wenn es so weitergeht, werden die angekommenen Hilfen auch nicht reichen. Die Wiedereinsetzung der Insolvenzpflicht wird am Ende zeigen, was und wie erfolgreich alles war. Sie spielen aber hier mit dem Vertrauen der Bürger. Die Impfstrategie ist ein weiteres Versäumnis, was im Antrag auch vollkommen zu Recht angesprochen wird. Die AfD lehnt Impfungen nicht pauschal ab, aber jeder Bürger in Hessen soll sich frei für oder gegen eine Impfung entscheiden können, und zwar ohne Sorge vor Zwang oder Ausgrenzung. Ihre primäre Aufgabe, meine Damen und Herren der Landesregierung, ist es, dafür zu sorgen, dass genügend Impfstoff und Personal für diejenigen bereitsteht, die sich impfen lassen möchten. Aber auch der Vorgang fällt unter die Rubrik schlimm, schade, schlecht. Jedenfalls bis jetzt. Denn es wurden frühzeitig teure Impfzentren aus dem Boden gestampft und mögliche Impfzahlen von 900.000 Impfungen pro Monat geplant. Letzten Endes fehlt es dann aber am wichtigsten, nämlich am Impfstoff. Alles Versäumnisse, die den vorliegenden Antrag durchaus rechtfertigen. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Abgeordneter Enners.